Hallo, ich begrüße euch hier im ABZ Mitte im Infoforum und ich freue mich, dass ich heute einen Vortrag halten darf. Und ich habe mir das Thema Jinjinshutsu gewählt, welches mich selbst schon seit vielen Jahren sehr begeistert. Und heute Abend halte ich nicht nur einen Vortrag für euch, sondern ich lade euch ein, mit mir zusammen zu üben, eine Selbsthilfeanwendung oder mehrere Selbsthilfeanwendungen zu machen und so nicht nur was zu hören über Jinjinshutsu, sondern dass wir auch gemeinsam es anwenden können. Ich habe ein paar von meinen Strömlingen eingeladen, die immer zu mir zum Strömen kommen. Und da ja durch das Corona wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben, freue ich mich besonders, alle hier mal zu sehen. Das ist sehr nett. Und so möchte ich jetzt beginnen mit dem Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die dann später auch noch stellen. Moment, jetzt habe ich wieder falsch geklickt. Augenblick. So, hier kommt mein Vortrag. Teilen. Jawohl. Präsentation läuft. So. Ja, Jinjinshutsu. Ich bin schon lange im Jinjinshutsu unterwegs und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was über meine eigene Person sagen. Ich habe 1993 angefangen mit Homöopathie und Ayurveda und Yoga. Das habe ich sehr ausgiebig gelernt, betrieben und habe 2005 durch meine homöopathisch behandelnde Ärztin das Jinjinshutsu kennengelernt. Die hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und so bin ich da reingekommen und habe dann entschlossen, mich eine Jinjinshutsu-Praktikerin zu werden, diese Ausbildung zu machen und bin dann auch die Jinjinshutsu-Selbsthilfelehrerin geworden, habe Übungstreffen organisiert, Infoabende und habe Klienten geströmt. Dann 2010 bis 2012 habe ich meine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und meine Prüfung bestanden. Dann bin ich im ABZ Mitte gelandet, wo ich sehr drüber stolz bin und auch sehr froh drüber. Habe meine Ausbildung in der Akupunktur gemacht, 3 Jahre, und habe seit 2016 hier meine eigenen Praxisräume, was sehr angenehm ist. Ja, dann fangen wir mal an und gehen mal zur nächsten Folie. Jetzt muss ich mich nur mal ganz kurz hier orientieren, wo meine Maus ist. Was heißt denn Jinjinshutsu? Jin heißt wissender, mitfühlender Mensch. Shin heißt Schöpfer und Jutsu, Kunst, mich selbst kennen, mir helfen lernen. Die Kunst des Schöpfers durch den mitfühlenden Menschen. Und viele sagen auch, es ist eine Kunst der sanften Berührung. Woher kommt diese Kunst und wie alt ist das? Ja, es kommt aus Japan und die Prinzipien des Jinjinshutsu waren schon in frühen Zeiten bekannt und wurden von Familie zu Familie weitergegeben. Und Anfang des 20. Jahrhunderts hat Jiro Morai diese Kunst für sich selbst entdeckt und wegen einer sehr langen eigenen Krankheit angewendet und hat dann nachdem er gesundet war, beschlossen, dass er diese Kunst tiefer erforschen möchte. Und Jiro Morai hat gelebt von 1886 bis 1960 und hat dann in den kaiserlichen Archiven Hinweise in dem Buch Die gelben Kaiser, klassische innere Medizin gefunden. Und er hat lang überlegt, wie er diese Kunst nennt. Er hat erst gesagt, die Kunst des Glücklichseins. Später hat er gesagt, die Kunst des langen Lebens. Und schließlich hat er sie genannt, die Kunst des Schöpfers durch den mitfühlenden Menschen. Ja, wer ist denn jetzt nun die Mary Burmeister und wie ist denn Jinjinshutsu zu uns in den Westen gekommen? Die Mary Burmeister ist eine Japanerin gewesen, die mit ihren Eltern in den USA gelebt hat und hat sich dort nicht wirklich wohlgefühlt und ohne Wurzeln und ist dann zurück nach Japan gegangen 1940 und hat dort als Amerikanerin als Japanerin mit amerikanischen Einflüssen auch nicht wirklich dazu gehört und hat aber dort als Übersetzerin gearbeitet. Und der Jiro Morai, den hat sie kennengelernt über einen Vortrag. Und sie hat ganze 12 Jahre lang mit ihm zusammen gelernt und studiert. Und irgendwann hat sie den Jill Burmeister kennengelernt, ihren Mann, und ist mit ihm zurück in die USA gegangen.
Und Jinshin-Jutsu ist 1980 das erste Mal in Deutschland unterrichtet worden von der Mary Burmeister. Und die Mary nennt diese Kunst auch, mich selbst kennenzulernen, mir selbst helfen zu lernen. So. Was ist denn Jinshin-Jutsu und wofür kann ich es anwenden? Jinshin-Jutsu ist die Harmonisierung des ganzen Körpers und bringt alle, wirklich alle Aspekte des Seins zum Ausdruck, die körperlichen, die seelischen und den Verstand, unsere Gedanken. Was wir besitzen, ja, so eine natürliche, angeborene, ein natürliches, angeborenes Wissen, unsere Lebensenergie auszugleichen, zu harmonisieren, um so ein Optimum an Gesundheit zu erlangen. Fängt dabei an, dass die Kinder in der Schule ihren Kopf aufstützen, um, wenn sie zu viel drinne haben, ihn zu entleeren, dass die älteren Leute so am Fenster sitzen und rausschauen und sich selbst strömen, oder dass die Frauen auf dem Markt, wenn sie lang stehen, hinten am Rücken sich halten, um so die Energie aus den gestauten Beinen wieder in den Rücken hinaufzubekommen. Das sind einfach so Beispiele darüber, dass wir so dieses natürliche Wissen über Jinshin-Jutsu oder darüber, wie wir uns selbst helfen können, schon in uns tragen. Wofür können wir es anwenden? Natürlich so bei allen weltlichen Dingen, die uns einfallen, wie Stress, Kopfschmerzen, Müdigkeiten, bei Verletzungen, bei Fieber. Und auch zur Unterstützung unseres Systems bei wirklich schwerwiegenden Krankheiten. Um einfach zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Krebsdiagnose bekommt, nicht nur im schulmedizinischen System auf die Hilfe von außen angewiesen zu sein, da auch sich selbst helfen zu können, wenn es einem übel ist, was kann ich dann tun, wenn es mir nicht gut geht, und auch sich wirklich richtig gut zu unterstützen. Wie kann ich diese Kunst erlernen? Also ich biete in meiner Praxis schon seit vielen Jahren die Kurse an. Es gibt etliche Bücher. Ich habe hier mal ein bisschen was hingelegt und zeige euch das mal. Das sind so die Bücher, die ich immer ein bisschen favorisiere. Von der Walter Trigger-Krause ist eine der Lehrerinnen. Das ist ein Buch mit einem Kartenset. Das ist das große Buch, sehr ausführlich. Und was hat mich denn am Jinshin-Jutsu so begeistert? Das ist diese einfache Anwendung. Ja? Die Mary hat immer gesagt, sie hat immer gedacht, sie muss alles verstehen und hat jahrelang nur gelernt. Und so hat sie sich Jahre überhaupt nicht dran getraut, diese Kunst zu unterrichten. Erst über ihre Familie, die Nachbarn und so weiter ist sie dazu gekommen, diese Kunst auch in die Welt hinauszutragen. Und sie hat dann immer in den Kursen gesagt, es ist wichtig, dass wir lernen, dass wir sofort es bei uns selbst anwenden können und sofort auch anderen Menschen es zeigen können oder auch es bei anderen Menschen anwenden können. Wir benötigen für Jinshin-Jutsu einfach nur unsere Hände und unseren Atem. Und beides haben wir immer bei uns. Und das ist das, was mich immer so sehr begeistert hat dafür oder daran. Weil zum Beispiel, wenn ich in den Urlaub war, habe ich jederzeit, wenn es mir gepasst hat, mich selbst harmonisieren können. Einfach einen Daumen halten oder zwei Energieschlösser in Kombination halten, um mir selbst was Gutes zu tun. Und wenn ich Stress oder Stau hatte, konnte ich so auch Blockaden in meinem Körper auflösen. Und das ist das, was mich an Jinshin-Jutsu so begeistert und es nach den vielen Jahren immer wieder auch noch, ich es auch wieder unterrichte oder weiter unterrichte. In der chinesischen Medizin nennen die das Yang Cheng. Und bei uns ist es so, dieses sich selbst helfen lernen. Und das ist, was ein alltäglicher Teil von euch werden kann, Jinshin-Jutsu. Wenn wir zum Beispiel immer unsere Hände, wenn wir uns hinsetzen und zur Ruhe kommen und unsere Hände auf zwei Energieschlösser legen, um uns selbst zu strömen, dann ist Jinshin-Jutsu bei uns im Leben wirklich zu 100% angekommen. Und die Mary hat halt immer wieder gesagt, es hilft uns selbst zu erkennen. Jetzt erkenne ich mich selbst, sagt sie immer wieder in ihren Selbsthilfebüchern, die ich auch unterrichte. Ich würde euch jetzt einladen,
dass wir gemeinsam die erste Übung machen, sozusagen. Und jetzt, ich zeige es euch, fassen wir einfach mit der Hand unter die Schulter, so, und gehen mit den Fingern nach hinten zu dem Schulterblatt. Dann fassen wir mit der anderen Hand wieder hier unter das Schlüsselbein, legen den Daumen auf den Brustkorb und wieder mit der anderen Hand hier zum Schulterblatt. Und dann bitte entspannt eure Schultern. Und wir atmen einfach mal gemeinsam aus. Jeder in seinem Tempo, in seinem Rhythmus, in seiner Pulswelle atmen wir aus und ein und genießen diese Ruhe, die jetzt in uns hineinkommt. Vorne herunter, hinunter ausatmen. Und wir atmen ein und empfangen und atmen hinten hinauf. Am Rücken steigt die Energie auf, fließt in unsere Zellen, energetisiert uns. Und bei jedem Ausatmen können wir alles, was jetzt sich lösen kann, herunterfließen lassen. Jeden Stress, jede Aufregung, Verspannung in der Schulter, Verspannungen im Nacken. Da atmen wir hin beim Einatmen und beim Ausatmen lassen wir es herunter, hinunterfließen bis in die Fußzehen. Alles ist im Atem und der Atem ist unser letztendlicher Heiler, sagt die Mary. Wir atmen ein und empfangen und erneuern uns in jeder Zelle. Und beim Ausatmen lassen wir herunter hinausfließen, loslassen, im Jetzt sein. Wir können mit der Konzentration auf den Atem im Hier und im Jetzt bleiben. Nicht mit dem Gedanken im Gestern oder im Vorherigen oder in der Zukunft sein. Denn jeder Atemzug, dem wir folgen mit unserer Aufmerksamkeit, ist einmalig. Er war niemals vorher da. Und er wird auch nachher nicht mehr da sein. Er ist schon vergangen. Wir atmen herunter, hinunter, hinaus. Und wir atmen ein und empfangen und genießen die Aufladung von unserem Körper, von unseren Zellen, von unserem Sein, vom Jetzt. Und mit jedem Ausatmen gelingt es uns vielleicht ein kleines Stückchen mehr, die Schultern sinken zu lassen und uns zu entspannen. Herunter, hinunter, hinaus, bis in die großen Fußzehen, in die Erde. Und beim Einatmen hinten hinauf. Wir energetisieren unsere Körper, jede Zelle, überall fließt die Energie hin. Und die Ausatmung beginnt am Hinterhaupt, über den Kopf, vorne herunter, über den Bauch, die Oberschenkel, die Unterschenkel bis zu den Füßen und in die Erde. Die Mary hat uns gesagt, 36 bewusste Aus- und Einatmungen täglich gehört zum täglichen Harmonisierungs- und Energetisierungstool. Das können wir uns aufteilen in 4x9 oder wann auch immer wir Zeit haben zum Atmen. Herunter, hinunter, hinaus und einfangen, einatmen, genießen. In jede Zelle. Und ausatmen und einatmen, jede in seinem Rhythmus. Die 36 bewussten Aus- und Einatmungen mit Achtsamkeit.
Wir genießen dieses Oval der Aus- und Einatmung, dieses Unendliche, dieser unendliche Kreislauf. Vorne herunter alles abfließen lassen, was jetzt gehen kann, in diesem Augenblick sich löst. Und empfangen Freude, Energie, Kraft für jede Zelle, für uns selbst, für unser Sein. Aus und ein im ewigen Kreislauf. So, dann lösen wir diese Haltung wieder auf. Dann haben wir schon die erste Chin-Shin-Shutsu-Übung gemacht und ich freue mich, oder ich hoffe, ihr habt auch alle mitgemacht. Ich sehe ja nur einen Teil unserer Teilnehmer. Karin, ganz kurz. Ich würde gerne, dass alle Teilnehmer ihren Ton ausmachen, weil wenn es da Hintergrundgeräusche gibt, die Stören da ein bisschen, ja. dann wechselt das Bild. Ah ja, Gerade in okay. diesen ruhigen Phasen. Soll ich mal Schafft gucken? ihr das selber, unten links euch einfach stumm zu schalten, und wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr euch ja melden und dann Ja. Ton wieder anmachen. Das ist sehr hilfreich. Okay, bitte macht euren Ton aus, wenn es irgendwie geht. Links unten in der Ecke das Mikro. Jawohl. Ich kann ja schon mal ein bisschen weiter erzählen. Ja, prima, gut. Ja, Gut. danke. Susanne, du hast das im Blick. Sehr schön. Okay. Die mich kennen und die Chin-Shin-Jutsu kennen, wissen, was ein Sicherheitsenergieschloss ist. Aber für viele ist das jetzt erstmal ein ganz fremder Begriff. Ein Sicherheitsenergieschloss, abgekürzt SES, hat ungefähr die Größe von einer Handfläche. Wir können es halten mit der Handfläche oder mit den Fingern, so wie es bequem ist. Wir können es auch mit der Rückseite der Handfläche halten. Und was wir auch tun können, wir können unsere Füße zum Strömen benutzen. Ein Sicherheitsenergieschloss funktioniert wie eine Sicherung im Stromkasten. Wenn eine Überlastung kommt, dann gibt es einen Schlag und die Sicherung ist draußen. Es gibt eine Blockade. So funktioniert es auch in unserem Körper. Unser Körper hat eine Verspannung. Das ist eine Blockade. Und so können wir mit Hilfe von unseren Händen diese Blockade uns selbst wieder öffnen, indem wir dann die eine Hand auflegen und die andere auf einen anderen Punkt auflegen, benutzen wir unsere Hände wie ein Starthilfekabel und verbinden den einen Punkt mit dem anderen Punkt und lassen die Energie zwischen diesen zwei Händen einfach von einem Sicherheitsenergieschloss zu dem anderen hinfließen, um so wieder Energie von A nach B in den Fluss zu bekommen. Sanftes Halten von diesen Sicherheitsenergieschlössern hilft uns, Stagnationen zu lösen und diesen gleichmäßigen, natürlichen Energiefluss wiederherzustellen und ein Gleichgewicht in Geist, Verstand und Körper herzustellen. Die Autobatterie, das kennt jeder und das heißt im Englischen Jumper Cable. Und im Englischen heißt strömen to jumper cable somebody. Aber das würde sich bei uns ganz seltsam anhören. Und so ist der Begriff des Strömens hier in Deutschland aufgekommen. Und wir benutzen die Hände und legen sie auf unseren Körper und genießen den Fluss zwischen den Energieschlössern. Und so wieder uns zu regenerieren und Blockaden aufzulösen. Ihr seht hier auf dem linken Bild, dass die Sicherheitsenergieschlösser auf der Vorder- und auf der Rückseite, auf der rechten und auf der linken Körperseite angebracht sind. Auch Energieschlösser hier hinten am Rücken, ja, die zum Beispiel am Schulterblatt, können gehalten werden. Wenn es nicht von einem Praktiker getan wird, bei einem Strom, können wir uns selbst diese Energieschlösser helfen und es gibt immer Alternativ-Energieschlösser dafür. Die können wir in unserem Buch nachlesen und so auch nutzen. Wann, wo und wie lange wende ich denn Chin-Shin-Shutsu an? Das Strömen habe ich eben schon erklärt. Das ist dieses Jumper Cable.
wir lassen die Energie zwischen zwei Schlössern einfach hin und her fließen oder wir halten einfach unsere Finger und strömen unsere Finger einen nach dem anderen oder halten die Handflächen. Und somit können wir uns selbst helfen, uns selbst wieder energetisieren und selbst wieder in den Fluss des Lebens zurückbringen. Wichtig ist, dass wir uns jeden Tag etwas Zeit dafür nehmen. So ein bisschen wie Zähneputzen. Bei uns zu Hause ist es so, dass der Wecker einfach fast eine halbe Stunde früher klingelt wie früher. Und wir nach dem ersten Klingeln zusammen Zeit im Bett verbringen und uns selbst strömen. Mein Mann macht da auch mit. Was ein Glück. Dieses tägliche Anwenden, eventuell auch immer zur selben Zeit, beginnt unser Gehirn darauf zu trainieren, dass jetzt die Entspannung oder die Aufladung kommt oder die Energetisierung. Und so helfen dann auch schon mal, wenn nicht so viel Zeit ist, 5 Minuten aus, um eine Jinjinjutsu-Anwendung für den ganzen Tag vollkommen zu machen. Was ganz wichtig ist, und das ist immer wieder das, was ich in meinen Kursen jedem von meinen Teilnehmern beibringen möchte, es muss bequem sein. Und das einzig Schwierige im Jinjinjutsu ist, den Namen auszusprechen und dass es bequem ist. Und das andere, was auch noch dazu kommt, dass man irgendwann rechts und links immer vertauscht. Aber das ist ja nicht so wirklich schlimm. Und zum Strömen benutzen wir in meinen Gruppen und ich immer diese Puffel, so nennen wir die. Das sind solche kleinen Kissen, die so mit Mikrofaserkügelchen gefüllt sind. Die sind besonders gut dafür geeignet. Oder jedes andere Kissen tut es natürlich auch. Damit können wir zum Beispiel das Kissen auflegen, um unseren Arm abzustützen, damit wir dann etwas bequemer uns strömen können. Denn wenn wir hier oben vor allen Dingen verspannen, dann nützt alles Strömen nicht, wenn wir uns beim Strömen eine neue Verspannung hinzuziehen. Und ich habe schon gesagt, es gibt für Energieschlösser, die zum Beispiel auf dem Rücken liegen, immer auch Alternativen auf den Armen oder am Bein. Und somit können wir uns immer auch Energieschlösser selbst halten, die auf einer entfernten Position liegen, wo wir vielleicht nicht hinkommen. Wie lange halten wir ein Energieschloss? Ja, das ist auch so eine ganz große Frage, vor allen Dingen am Anfang. Ich oder viele, die jetzt schon länger selbst strömen oder die Körper- und Energiearbeit machen, spüren relativ schnell eine Antwort aus dem Gewebe in die Hand hinauf. Das heißt, unsere Energie strömt aus der Hand herunter ins Gewebe und aus dem Gewebe kommt eine Antwort zu der Hand hinauf. Das heißt, ich spüre ein Kribbeln, ein Pulsieren, eine Wärme, ein Energieaustausch, wie auch immer das jemand benennen möchte. Und wenn das alles noch nicht da ist und wir noch nicht genau wissen, wie wir das spüren können und das sollen, halten wir zum Beispiel den Daumen einfach 5 Minuten lang, wechseln dann auf den Zeigefinger und so weiter und so weiter. Das machen wir gleich als nächstes. Also so 3 bis 5 Minuten beim Finger und 5 Minuten bei Kombinationen für Energieschlösser in Abfolge. Oder wenn wir Zeit haben und zum Beispiel nur 2 Energieschlösser halten, können wir auch bis zu 20 Minuten ein Energieschloss halten, eine Kombination. Es ist alles möglich, nichts muss, alles darf. Hier habe ich euch mal die wichtigsten Ströme in einer Übersicht zusammengestellt. Ihr seht hier den Hauptzentralstrom, rot in der Mitte, dann hier den blauen, das ist der Betreuerstrom und die grünen Linien, das ist der Vermittlerstrom. So, wir nennen diese Ströme in Abkürzung Hauptzentralstrom, aber in der tatsächlichen Aussprache heißt es Hauptzentrale, vertikale Harmonisierung, universelle Harmonisierungsenergie. Und aus diesem Grund ist es sehr lange und sehr groß und das ist die Abkürzung einfach der Hauptzentralstrom. Der Hauptzentralstrom umfasst 8 Schritte. Und da das heute Abend etwas unser Programm
sprengen würde, habe ich mich dazu entschlossen, ihn nur euch zu erklären. Nachlesen könnt ihr das bestimmt in einem Buch, im Internet oder ihr kommt zu mir in einen Kurs. Die 8 Schritte helfen uns zur täglichen Energieversorger, wieder in die Mitte, in unser Zentrale zu kommen, in unser Zentrum, uns anzudocken an das Universum, an die 6. Tiefe, an unsere Blaupause. Und wir harmonisieren, weil wir ganz viele Punkte halten, wo Drüsen und endokrine Drüsensysteme dahinter liegen, harmonisieren wir unser komplettes endokrines Drüsensystem und unser Nervensystem. Der Betreuerstrom ist der nächste, den ich euch vorstellen möchte. Und da der Betreuerstrom relativ einfach ist und aus nur 2 Schritten besteht, möchte ich ihn gerne heute mit euch zusammen zumindest mal kurz anströmen. Das heißt, ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Wir legen die rechte Hand über die linke Schulter und fassen hier zum Sicherheitsenergieschloss Nummer 11, welches zwischen der Halswirbelsäule, also Brustwirbelsäule, Übergang Halswirbelsäule und dem Außenschultergelenk liegt. Da legen wir einfach unsere Hand drüber, und zwar da, wo wir eine Verspannung spüren. Und viele von uns haben dort so kleine Knoten, Verklebungen und Verspannungen. Die andere Hand, die nehmen wir und legen sie unter unseren Sitzbeinhöcker. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich noch ein Stück nach hinten komme und ihr mich auch wirklich seht. Der Sitzbeinhöcker ist hier unter dem Popo. Da legen wir unsere Hand drunter. Das heißt, ihr könnt eure Hand so unter den Sitzbeinhöcker legen oder ihr dreht die Hand herum und legt die Hand, den Handrücken unter den Knochen, so wie es euch gerade bequem ist. So strömen wir jetzt den Betreuer, der die rechte und die linke Körperhälfte betreut und so uns mit Energie auf der rechten und linken Körperseite versorgt. Der Betreuer bringt uns aus der Einheit, dem Zentrum, dem Zentralstrom, in die Dualität. Wir sehen nicht mehr nur das Eins, sondern die Zwei, Yin und Yang, männlich und weiblich, vorne und hinten, oben und unten, hell und dunkel und alles andere, was wir in der Dualität bekommen. Wir können differenzieren. Wir können denken. Und der Betreuerstrom hilft uns, uns aufrecht und aufrichtig zu halten. Vor allen Dingen ist der Betreuerstrom wichtig für Rückenprojekte, Verdauung und alles andere, was mit der Atmung und so weiter zu tun hat. Wir können auch den Betreuerstrom anwenden, wenn wir immer Projekte nur auf der rechten oder auf der linken Körperseite haben, damit wir die andere Seite in Harmonie bekommen. Da hilft uns nachher auch bei diesem Thema, wenn wir viele Dinge haben, die nur auf einer Seite sind, können wir auch später den Vermittler benutzen. Der Betreuerstrom, der Hauptzentralstrom, der Betreuerstrom und der Vermittlerstrom werden im Jinshin-Jutsu auch die 3 Einigkeitsströme genannt. Und Mary benutzt sie sozusagen als tägliches Wartungsprogramm, auch wie den Atem. Und da wir jetzt hier sitzen und uns selbst strömen, können wir wieder ausatmen, vorne herunter, hinunter, bis in die Zehen. Und beim Einatmen empfangen. Wird das mit der Hand zu unbequem unter dem Popo, können wir sie einfach umdrehen, die andere Seite benutzen oder das nächste Mal einfach ein dickes Kissen erstmal drunter legen, damit wir dann auch es uns bequem machen. Schön kann man das auch im Bett strömen, wenn man auf der Seite liegt. So, jetzt nehmen wir schon die Hand unter dem Po heraus und legen die Hand für den 2. Schritt auf das Sicherheitsenergieschloss Nummer 15. Das ist die Leiste hier. Einfach auf die Leiste legen. Ihr sitzt bequem, ihr macht es euch bequem und somit können wir uns harmonisieren
Auf allen Ebenen, wir können alle 26 Sicherheitsenergieschlösser in Einklang bringen. Vorne herunter und hinten hinauf atmen. Alles herausfließen lassen, was jetzt herausfließen möchte. Alles, was jetzt gehen möchte, kann jetzt gehen. Das Sicherheitsenergieschloss Nummer 11 heißt Gerechtigkeit und Entladen allen überflüssigen Gepäckes. Sicherheitsenergieschloss Nummer 25, was wir eben gehalten haben, ist das Energieschloss, was da heißt, uns wieder selbst aufladen und wieder erneuern können. Stilles Erneuern und hilft unserer Selbsterkenntnis. Lösung von allen Problemen liegt in uns selbst. Das Sicherheitsenergieschloss Nummer 15, welches wir jetzt halten, das eignet sich dafür, um einfach hier vorne in der Leiste aufzumachen und die Energie von oben nach unten herzulassen und von unten nach oben fließen zu lassen. Sie ist auch ein wichtiges Energieschloss für die Disharmonie von Hüfte, Knie und Füßen, hilft uns bei Spannung, Stress im Bauch und den Beinen, ist ein ganz essentiell wichtiges Energieschloss, weil es Freude und Lachen heißt, bei der Krebsvorsorge. Und nach OPs kann man das Energieschloss Nummer 15 wunderbar halten, um sich selbst zu unterstützen für die Heilung. Ich mache jetzt mal, aber ich glaube, es wird zu kompliziert, wenn ich die Präsentation zumache, um sie dann wieder zu öffnen. Also lasse ich es jetzt einfach erst mal laufen. Und ihr genießt jetzt mal zusammen mit mir dieses Betreuen der linken Körperseite. Wir können links oder rechts halten. Die linke Seite ist die Energie der Generation, also das, was wir alles von unseren Eltern und Ahnen mitbekommen haben, was in unser Leben hineinschwingt. Und die rechte Seite steht für all das, was wir uns in diesem Leben selbst angesammelt haben, was sich in unserem Leben angehäuft oder was dort angelaufen ist an Themen. Und so kann man links und rechts wunderbar wieder in Einklang bekommen. Und wenn ihr ein bisschen nachspürt und in euch hineinfühlt, könnt ihr spüren, wie unter euren Händen vielleicht ein Fluss von Energie ins Fließen kommt und ihr sozusagen mit L15, L25, dem Betreuerstrom, euch selbst wieder harmonisieren könnt. Vorne herunter, ausatmen, hinten hinauf, einatmen und empfangen. Ein Genuss auf allen Ebenen. Jetzt lösen wir diese Haltung auf und entspannen kurz unsere Schultern und wir achten darauf, dass wir nicht uns verspannen hier oben. Und ich erzähle euch noch ein bisschen was über den Vermittler. Der Vermittler ist dann der Strom, der, wie ihr auf dem Bild auch seht hier, wo ist meine Maus, der rechts und links, vorn und hinten und oben und unten wieder miteinander in Einklang bringt. Der Vermittler, den strömen wir jetzt folgendermaßen. Wir halten wieder eine Hand über die Schulter, aber wir halten die Hand etwas mehr zum Sicherheitsenergieschloss Nummer 3, welches hier an der Innenseite von der Innenkante vom Schulterblatt liegt. Ich hoffe, ihr könnt das hier sehen, hier. Dann machen wir einen Ring aus dem Daumen auf dem Ringfingernagel. Daumen auf Ringfingernagel, ja. Ihr fasst jetzt mit dem linken Arm über die rechte Schulter, Daumen auf Ringfingernagel. Und dann, ihr sitzt ja alle bequem, legt ihr einfach die Knie aneinander. Das funktioniert ganz entspannt, indem man die Füße etwas auseinanderstellt. Dann fallen die Knie einfach zusammen. Dann versucht ihr wieder, alles fallen zu lassen. Die Hand liegt einfach in den Schoß. Und genießt jetzt die Verbindung von rechts und links, von vorne und hinten, von oben und unten. Und der Vermittler funktioniert so ein bisschen wie so ein Abgesandter früher aus dem Königreich. Der ist losgezogen aus dem einen Königreich
und ist losgezogen in ein anderes Königreich und hat dort alle Schätze und Informationen hingebracht. Dann hat er dort ausgeladen, seine Schatzkiste, hat von diesem einen Königreich wieder Dinge eingeladen und hat sie zurück ins nächste Königreich getragen oder in das erste, wo er hergekommen ist. Und immer wenn wir dem Vermittler strömen, seht ihr auch, kreuzen wir in der Mitte den Hauptzentralstrom. Und somit energetisieren wir uns immer wieder selbst. Die Energie wird aufgeladen von dem Vermittlerstrom durch den Hauptzentralstrom, den er in der Mitte immer wieder kreuzt. Und so können wir Energie von rechts nach links mit Kraft und Verstand auf die andere Seite bringen. Die Energie fließt durch uns hindurch und die drei bringt uns wieder aus der Dualität heraus und sagt uns, es gibt nicht nur hell und dunkel und vorne und hinten, sondern es gibt auch vieles dazwischen. Es gibt nicht nur schlecht und es gibt nicht nur gut. Es gibt nicht nur weiß und schwarz, es gibt ganz viele Farben, auch die dazwischen liegen. Es bringt uns die Erkenntnis und das Verständnis, vielleicht sogar auch Erleuchtung. Und der Vermittler kann uns helfen, die verkrustete Grundhaltung eines Menschen aufzulösen. Das nennt die Mary so, wenn sich Emotionen, zum Beispiel Starrheit, so verfestigt, dass dieser Mensch nicht in der Lage ist, sich mehr zu bewegen, sich Dinge nicht mehr verändern, dann ist es verstarrt. Und so können wir mit dem Vermittler Dinge wieder in den Fluss bringen, Emotionen kommen wieder in den Fluss und wir können unsere Einstellung, wie die Mary das nennt, wieder harmonisieren. Das Sicherheitsenergieschloss Nummer 3 ist das wichtigste Sicherheitsenergieschloss und heißt Verständnis, die Tür, Abwehr gegen Probleme und Beschwerden. Und das ist das einzigste Mal, wo die Veri diese Wörter benutzt. Eine Beschwerde und Probleme, das gibt es bei ihr eigentlich nicht. Es gibt nur Projekte, die man behandelt. Projekte mit dem Fußgelenk. Ein Projekt mit der Bauchspeicheldrüse. Es gibt kein Problem. Und das ist irgendwas ganz tief in uns, was auch wichtig ist, dass wir das verinnerlichen. Wir haben keine Probleme, sondern Projekte. Wenn wir Probleme in Projekte umwandeln, verändern sie schon ihre Gewichtigkeit. Wir halten das jetzt noch einen kleinen Moment und dann würde ich euch mit euch gerne mal durch die Emotionen gehen, die Einstellung und euch das nächste einfachste Projekt von der Mary zeigen, nämlich das Fingerhalten. Wir strömen den Vermittler und bringen unsere Energie von rechts nach links. Wir bringen unsere Gefühle wieder in Einklang und wir helfen unseren Verspannungen und Schmerzen in Schultern, Armen und Händen, können wir so auflösen. Der Vermittler fließt vom Sicherheitsenergieschloss in die Arme und von dort aus wieder zurück in den Körper und nimmt dann wieder teil an dem großen Rundlauf vom Betreuer. Und ihr denkt, ihr bleibt bei der Aufmerksamkeit, bei dem, was wir tun. Wir halten Sicherheitsenergieschlösser, wir bilden ein Mudra und genießen die Ausatmung, das Loslösen von Verspannungen. Und wir genießen das Einatmen, das Empfangen und das Hineinfließen von Energie in unseren Körper. Ein und aus im kosmischen Rund. Ohne Anfang und ohne Ende. So, jetzt lösen wir das. Wir können das jetzt nicht alles zusammen komplett durchhalten, weil da reicht dann unsere Arbeit, unsere Zeit nicht dafür aus. So, Finger halten. Finger als Quelle der Gesundheit und Harmonie, alles ist in den Finger. Und die Mary sagt, wenn wir keine Kraft und keine Zeit haben, um Energieschlösser zu halten oder wir nicht wissen, wie es funktioniert oder es zu kompliziert ist oder gar nichts uns einfällt, dann können wir atmen und Finger halten.
Jetzt nehmen wir mal den Daumen mit der linken Hand den rechten Daumen, legen unsere Hände einfach wieder ab. Wir umfassen den Daumen einfach locker. Wir müssen nicht pressen und drücken, sondern wir umfassen ihn und legen unsere Hände wieder in den Schoß. Die Gedanken bringen Worte hervor, das Wort die Tat. Die Tat wird zur Gewohnheit, die Gewohnheit wird zum Charakter und der Charakter zum Schicksal. Ich habe es ein bisschen gekürzt, eigentlich ist es ein bisschen fülliger, das Sprichwort, aber ihr kennt das bestimmt. Alle Gedanken, Gefühlsmuster sind unsere Einstellungen. Die Haupteinstellungen sind Sorge, Angst, Angst, aus der alle anderen Einstellungen heraus entstehen, Wut, Trauer, Bemühung, Verstellung oder mangelnde Freude. Das Fingerhalten bringt unsere Ausgeglichenheit und hilft uns, unsere Einstellung zu harmonisieren. Es ist praktisch überall möglich, Finger zu halten. Sobald ihr die Hände frei habt oder auch vielleicht so ein Mudra formen könnt, habt ihr Zeit, euch selbst zu strömen. Wenn ihr in einem Vortrag, wie zum Beispiel bei mir sitzt, könnt ihr Finger halten. Das ist das Einfachste auf der ganzen Welt, weil wir haben ja unsere Hände immer dabei. Und ihr müsst gar nicht viel wissen. Ihr braucht euch gar nicht viel zu merken. Und der Jiro Morai hat uns das Halten der Finger mitgegeben und seine 8 Mudras, welche in dem Buch Selbsthilfebuch 3, Spaß mit Fingern und Zehen, auch nochmal gründlich unterrichtet werden. Wir fangen jetzt mal an mit dem Daumen. Der Daumen ist die Sorge, ist die Einstellung Sorge. Und hier ist, das habe ich euch hier drauf geschrieben, Magen und Milz zugeordnet. Und Sorge ist die Angst, dass etwas passiert oder nicht passiert. Ja, weil wer kennt es nicht? Dieses Kreisdenken, Grübeln, ständig rattert es wie der Hamster im Hamsterrad, geht es oben in der Birne, als im Kreis herum. Wir können gar nicht mehr abschalten. Sich sorgen ist im Grunde genommen ja erstmal was wirklich Wichtiges, aber wenn wir unsere Gedanken, unsere Sorgen nicht mehr abschalten können und nur noch übersorgt sind, dann kommen unsere Energien, vor allem die des Magens und der Milz, aus dem Ungleichgewicht ins Ungleichgewicht und somit fangen wir an und können dort auf der körperlichen Ebene Symptome entwickeln. Eindrücke können wir nicht mehr auf allen Ebenen verarbeiten. Und wenn wir den Daumen halten, so wie wir das jetzt tun, helfen wir unserem Körper auf allen 3 Ebenen, der geistigen, der Verstandesebenen, der seelischen Ebene und der körperlichen Ebene zu verdauen. Und die Mary sagt auch noch, der Daumen ist der Anführer der Parade. Wenn der in Unordnung ist, dann geraten alle anderen auch aus der Ordnung. Jetzt würde ich euch bitten, da wir den Daumen ja etwas halten, dass wir noch mal kurz innehalten und wieder ausatmen und einatmen und genießen, wie die Energie vorne herunterfließt und hinten aufsteigt. Vorne herunter, ausatmen. Beim Einatmen sich vorstellen, dass die Energie hinten aufsteigt und in jede Zelle fließt. Aus und ein. Im ewigen Kreislauf. Wir können die Finger immer so circa 5 Minuten, 3 bis 5 Minuten halten und wechseln jetzt, damit wir weiterkommen, zu dem nächsten Finger und halten einfach den Zeigefinger. Das heißt, wir umfassen einfach den Zeigefinger und legen unsere Hände wieder in den Schoß. Und das ist die Ureinstellung, die Angst, die auch unser sympathisches Nervensystem steuert, Fight and Flight, Flucht, Kampf. Und die Angst ist natürlich auch in ihrer natürlichen Form eine gute Geschichte, weil sie uns hilft zu spüren, wann es Zeit ist, die Beine in die Hand zu nehmen und zu gehen. Oder sich rumzudrehen und zu sagen, nee, das ist jetzt nichts für mich, da habe ich kein gutes Gefühl dabei, wenn ich hier bleibe. Das ist eine gute Angst. Aber wenn wir vor allem und vor jedem Angst haben, dann ist es nicht mehr schön, Angst
zu haben, ängstlich zu sein. Und die ist die Quelle allen Mangels in unserem Leben. Unsere Wahrnehmung, unsere Energie, unsere Gesundheit. Die Angst kann uns lähmen, unser ganzes Leben kann gelähmt sein. Das ist die Niere und die Blasenenergie, die hier zugeordnet ist. Und wenn wir unsere Angst wieder ins Gleichgewicht gebracht haben, bringt sie wieder uns Unterscheidungsfähigkeit, wieder mit dem Lebensplan im Gleichgewicht zu sein. Und Mut bringt sie uns auch. Die Angst, dann halten wir den Zeigefinger. Und wenn ihr mal zum Beispiel unterwegs seid im Auto und es ist noch ziemlich weit bis zum nächsten Rastplatz, dann könnt ihr euren Zeigefinger halten, um zum Beispiel den Blasendruck zu verringern, weil ihr ja die Blase unterstützt. Auf der anderen Seite könnt ihr den Zeigefinger auch halten, wenn ihr Rückenschmerzen habt, weil der Blasenstrom rechts und links der Wirbelsäule herunterläuft. Also, ihr seht schon, es ist sehr vielschichtig, wofür diese Finger alle zu nutzen sind. Alleine, um alles aufzuschreiben, was in den Händen drinnen ist, im Jinjinshutsu, gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich das gar nicht alles in eine Hand einschreiben könnte. Und so wechseln wir jetzt von dem Zeigefinger zum Mittelfinger, dem internationalen Finger, den jeder versteht. Das ist der Wutfinger. Mittelfinger, Einstellung Wut, Frustration, Aggression, Ärger. Eine Laus ist uns über die Leber gelaufen. Das ist dann die Gallenblasenenergie, Leber und Gallenblase. Und wer kennt nicht diesen Finger und wer ist nicht schon aus seiner Mitte herausgerissen worden? Und die Wut ist die Angst, dass du mich nicht glücklich machst. Und der Finger ist für mich ein beeindruckender Finger, wenn ich zum Beispiel als Schulelternbeiratsvorsitzenden vor vielen Jahren mit dem Rektor zusammengesessen habe und er mich wieder unglaublich genervt hat, dann habe ich meinen Mittelfinger gehalten und ich war einfach entspannter im Gespräch. Und so können wir uns auch wieder in die Mitte bringen, weil das ist ja auch der Mittelfinger. Das ist der Generalharmonisierer. Der bringt uns wieder in unsere Mitte. Er zentriert uns wieder. Und wenn wir wütend sind, dann können wir nicht entspannt sein. Der Mittelfinger oder unser Finger für Leber- und Gallenblase zu harmonisieren, bringt uns wieder in die Mitte, bringt uns Kreativität, Handlungskraft und Gelassenheit. Wir atmen aus und lassen die Energie vorne herunterfließen und atmen ein und die Energie steigt im Rücken wieder auf und wir genießen diesen Kreislauf von Aus- und Einatmung und die Achtsamkeit beim Mittelfinger. Aus und ein in ewigen Kreislauf. Wir genießen diese Kraft, uns selbst zu strömen. Ich mache mal das nächste Slide und ihr bleibt noch beim Mittelfinger. Und wir wechseln jetzt vom Mittelfinger auf den Ringfinger. Die Einstellung Trauer. Trauer ist die Angst, dass sich meine Wünsche und Träume nicht erfüllen. Hier geht es um altes Loslassen und neues Beginnen. Hier geht es darum, dass wir uns trennen wollen von Dingen, von Ansammlungen, von Kleidern, vielleicht auch von Personen. Und der Ringfinger ist auch der Finger, der uns hilft, wenn wir trauern und wenn wir Abschied nehmen wollen. Aber wenn wir dort auch verharren, und dort erstarren, kann es uns nicht helfen, wenn wir dort hängen bleiben. Und das kann zu einer Depression führen. Und Lunge und Dickdarm helfen uns, wenn wir unterstützen mit dem Ringfinger den Lunge- und Dickdarm-Energie und bringen so wieder Hoffnung. Und das Licht am Ende des Tunnels kann wieder sichtbar werden. Wir trauen uns auch was, ne? Hier.
der Ringfinger. Wir trauen uns auch etwas. Und das ist ein ganz wichtiger Finger, um wirklich auch wieder einen Neubeginn zu finden, loszulassen, Dickdarmenergie, loslassen, Dinge herauslassen, Abschied nehmen. Und es ist auch, unterstützt auch unseren gesunden Menschenverstand. Und wir atmen aus und lassen herausfließen, herunterfließen und nehmen Abschied von allem, was jetzt gerade sich verabschieden kann. Und atmen ein und genießen die Energie, die in uns hineinsteigt und Licht in unsere Zellen bringt. Mit jeder Einatmung können wir Licht und Energie in jede Zelle bringen. Aus, vorne herunter, ein, hinten hinauf. So, wir wechseln nochmal und nehmen den kleinen Finger. Wir halten jetzt einfach den kleinen Finger der Verstellung, Bemühung. Ich nenne es auch den sogenannten Clownsfinger. Äußerlich lachen, aber eigentlich sich innerlich nur zum Weinen fühlen. Diese Anstrengung, alles richtig machen zu wollen. Die Bemühung und Verstellung ist die Angst, dass ich nicht in Ordnung bin, so wie ich bin. Ich bemühe mich ständig, es anders, richtig oder noch besser zu tun. Und es wird einfach nicht gesehen. Und Herz und Dünndarm sind hier zugeordnet. Und somit können wir diese beiden unterstützen. Und wenn wir den kleinen Finger halten, bringen wir Freude, Leidenschaft und Gelassenheit wieder in unser Leben herein. Wir bringen unser Herzen wieder zum Lachen. Das ist ganz essentiell wichtig. Der kleine Finger bringt für uns perfekte Lebenskraft und Freude in unser Leben. Und wir genießen die Aus- und Einatmung vorne herunter und hinten hinauf und genießen diesen Kreislauf des ewigen Ovals, die Energetisierung. Und wenn wir ausatmen, können wir uns vorstellen, wie alles herausfließt aus uns, was jetzt gerade im Moment gehen kann. Dann haben wir noch die Handinnenfläche. Die können wir einfach halten. So zum Beispiel halten wir alle Finger, alle Handinnenflächen, alles zusammen gleichzeitig. Oder wir machen einfach so. Oder wir legen einfach einen Daumen drauf. Und dann halten wir Zwerchfell- und Nabelfunktionsenergie, welche wir in der TCM so gar nicht kennen. Da ist es dann der Dreifacherwärmer und das Perikard. Und im Chinchin-Jutsu ist es Nabel- und Zwerchfell-Funktionsenergie. Und diese Energie bindet uns an die Urquelle an, bringt Ausgeglichenheit und ordnet unser Chaos. Und wenn wir mal in einem Buch von der Waltraud Rieger Krause lesen oder in einem anderen Buch, und dann können wir was lesen über den Fingerzehenstrom. Und da möchte ich euch bitten, euch immer daran zu erinnern, dass wir mit dem Finger, beim Fingerzehenstrom immer mit dem Handflächen und den Fußflächen anfangen. Das habt ihr jetzt einfach mal gehört und irgendwo in eurem Gedächtnis abgespeichert. So, jetzt können wir weitermachen. Ich zeige euch nur ganz kurz die 8 Mudras, die es gibt im Chinchin-Jutsu. Ich habe sie schon häufig genutzt, empfohlen für alle Menschen, die in Prüfungsvorbereitungsstressen sind, Abitur, allgemeinen Lebensstressen, und das macht richtig Spaß, abends auf der Couch die 8 Mudras zu halten. Man kann nur 2 halten, man kann nur 4 halten, man kann 2x4 halten, wie ihr Zeit und Lust habt. Im Chinchin-Jutsu gibt es nur ein Können, kein Müssen. Das ist wieder was ganz essentiell Wichtiges. Ja, Corona ist überall und in jeder Nachricht und hindert uns auch dran, uns zu treffen. Und irgendjemand hat noch das Mikrofon an. Und es wäre echt klasse, wenn das leise wäre. Vielleicht könnt ihr nochmal links unten euer Mikro ausschalten. So, die Harmonisierung des Immunsystems. Das können wir machen. Wir legen die rechte Hand auf das linke Sicherheitsenergieschloss 3 und 11 gleichzeitig. Das heißt, wir machen einen sogenannten Bügelgriff. Wir legen einfach die Hand über die Schulter, parken die dort ab und mit der linken Hand halten wir das linke Sicherheitsenergieschloss 23, das ist hier hinten am Ende vom Rippenbogen. Ja, seht ihr das?
hier einfach die Hand hinhalten. Jetzt könnt ihr einfach die Handfläche hinlegen oder ihr legt den Handrücken einfach hinten an und dadurch könnt ihr euch wieder anlehnen, wenn ihr den Handrücken wählt und könnt euch wieder bequem anlehnen und verrenkt euch nicht die Schulter aus. Wenn es nicht geht und ihr Schulterschmerzen entwickelt, weil ihr das haltet, dann überanstrengt ihr euch, dann solltet ihr das lieber lassen. Ja? Dann gibt es immer eine Alternative, dann nehmt ihr einfach vorne das Sicherheitsenergieschloss Nummer 14, das ist der Rippenbogen. Wenn hinten nicht geht, nehmen wir einfach vorne den Rippenbogen, okay? Das halten wir jetzt kurz, ich will euch das auch nur zeigen. Und die 11, die heißt, das Sicherheitsenergieschloss 11 heißt Gerechtigkeit und entladen allen überflüssigen Gepäcks. Es geht hier um das Loslassen. Loslassen von dem, was wir nicht brauchen. Und das hilft uns, unseren Körper zu entgiften und zu reinigen. Sicherheitsenergieschloss Nummer 3, unser persönliches Antibiotika, bezeichnet die Meriso. Und dieses Sicherheitsenergieschloss ist das Wichtigste, wenn wir krank werden sollten. Und es hilft uns einfach zu unterstützen, dass wir gesund bleiben. Es unterstützt die Lungenfunktionsenergie und es harmonisiert unseren Atem und unseren ganzen Körper. Das Sicherheitsenergieschloss Nummer 23, Wächter unseres Schicksals, hilft den Nieren, den Nebennieren, der Milz, der Bauchspeicheldrüse, dem Magen, Leber und Gallenblase. Also ihr seht, ordentlich kann da unterstützt werden. Das ist jetzt ein sogenannter Strom, den wir jetzt machen, weil wir mehrere Sicherheitsenergieschlösser in Abfolge miteinander halten. Auch hier können wir wieder genießen, vorne herunter den Atem fließen zu lassen und wieder hinten hinaufsteigen. Ausatmen, entladen und einatmen, empfangen. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Wir genießen dieses Herunter, Hinunter, Hinaus. Das Empfangen von dieser universellen Lebensenergie in jede Zelle hinein. Und immer, wo es blockiert, können wir hinatmen und beim Ausatmen können wir mit unserer Achtsamkeit und unserem Atem alles, was jetzt fließen kann, herausfließen kann, auf der Stelle loslassen. Und jetzt kann es herausfließen. Jetzt, im Moment, kann es gehen. Da das nicht so super bequem ist, lösen wir jetzt diese Haltung schon auf, nehmen die Hand von hier hinten vor und legen die Hand einfach in die Leiste wieder. Und hier oben bleiben wir. Jetzt sind wir wieder auf Sicherheitsenergieschloss Nummer 15, Freude und Lachen. Das hilft dem gesamten Blutkreislauf und der Zirkulation aller Körperflüssigkeiten und unterstützt unsere Nierenfunktionsenergie. Wenn wir uns strömen, wenn wir zum Beispiel so eine Harmonisierung des Immunsystems durchführen wollen für uns, können wir nur die eine Seite strömen und wenn wir Zeit haben, strömen wir am nächsten Tag einfach die andere Seite. Und das Schöne ist dabei, es gibt hier kein Müssen. Wenn wir keine Zeit haben, die komplette Abfolge zu machen, dann machen wir halt einfach nur zwei Griffe davon. Das ist nicht so schlimm. Denn wenn ihr das regelmäßig anwendet, gewöhnt sich unser Gehirn daran und es lernt daraus. Und wenn es zu anstrengend ist, dann lösen wir einfach die Haltung auf und halten einfach einen Finger. Zum Beispiel den Ringfinger, weil der Ringfinger unsere Atmung unterstützen kann. Und wir genießen dieses Herunter hinaus, dieses Abfließen von Spannung und Stress aus den Schultern. Und hier lassen wir immer schön los, die Schultern fallen lassen. Immer wenn ihr ausatmet, versucht ihr die Energie herunterfließen zu lassen und die Spannung abfließen zu lassen. Und so kann, sagt die Mary, schmelzen die Schultern bis in die Füße hinein.
Jetzt lösen wir das auch wieder auf und legen einfach unser rechtes Bein über das linke Oberschenkel und halten das Sicherheitsenergieschloss Nummer 6, welches am Fußgewölbe ist. Ja, einfach das Bein überschlagen und dann die Hand auf das Fußgewölbe legen. Okay? Also einfach die Hand hier auf das Fußgewölbe drauflegen, das Bein einfach auf den Oberschenkel parken und so euch wieder eine bequeme Position suchen. Versucht zu entspannen. Und das Sicherheitsenergieschloss Nummer 6 heißt Gleichgewicht und das unterstützt die Harmonie. Hier Wie fließt soll denn das bequem sein? Wolfgang, ist dir was im Weg vielleicht? Huh? Wenn du das Sicherheitsenergieschloss Nummer 6 nicht gut erreichen kannst, nimmst du einfach die Innenseite vom Knie, das Sicherheitsenergieschloss Nummer 1. Und wenn das auch nicht bequem ist, bleibst du einfach bei der 15, wo du vorher warst. Karin? Ja, bitte? Wie die linke Hand auf linke SL15 bleibt. Du bist Nee. Also ich bleibe hier auf der Du hast es anders geschrieben. Ja, ich habe es anders geschrieben, aber wir bleiben, warte mal ganz kurz. Linke Hand auf linkes SES15 können wir auch machen und die rechte Hand auf das rechte SES6. So, hier oben auf, upsala, hier oben auflösen, die linke Hand aufs linke SES15 und die rechte Hand auf das linke SES6. Ist das, danke, Petra, du hast gut aufgepasst. Sehr schön. Ja, das hilft uns, unseren Körper zu reinigen und alles hinauszuspülen und auch diese Ängste, die wir mit diesem Coronavirus und dieser ganzen Pandemie haben, loszulassen. Und es ist spannend, dann zu spüren, wie der Körper sich wirklich entspannen kann. So, jetzt gehen wir noch mal eine Folie weiter. Ich habe euch noch eine Kombination mitgegeben, speziell für diese Zeit jetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier mein Kästchen wieder festklippen. Und zwar möchte ich euch jetzt nochmal die Kombination geben. Hohes Sicherheitsenergieschloss Nummer 19. Wir nehmen jetzt mal die linke Hand auf den rechten Oberarm, umfassen hier den Oberarm und mit der rechten Hand legen wir auf die Innenseite vom Oberschenkel. Seht ihr das? Ich muss mal kurz gucken. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, ich könnte es nicht richtig sehen. Hier. So, und dann können wir uns wieder hinsetzen oder ich kann mich wieder hinsetzen und mir es bequem machen. Wenn es euch nicht bequem ist, linke Hand, rechter Oberschenkel einfach umfassen. Rechte Hand auf die linke Seite vom Oberschenkel, Innenseite, so ohne Handbreit vom Knie entfernt. Man sieht es nicht richtig, gell? Ich muss nochmal eine Position finden, wie ich euch das zeigen kann. Hier. Einfach so die Hand hinlegen. Dann wird das ganz bequem. Wenn das unbequem ist, dann könnt ihr euch einfach zum Beispiel einen Puffel unter das Knie legen, unter den Oberschenkel, damit das Bein ein Stückchen hochkommt, damit ihr hier nicht so eine Spannung aufbringt. Diese Kombination ist besonders wichtig. Nein. Ja. Darf man die Beine überschlagen dabei? Kann man machen. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann auch einfach das Bein überschlagen. Angenehm, ja. Und dann ist das sehr angenehm, um sich da nicht zu verspannen, weil das ist ja so das Wichtigste, was ich euch schon gelernt habe. Ihr dürft euch einfach nicht verspannen. Und das ist eine ganz unglaublich hilfreiche Kombination für allen Stress, der sich hier in diesem ganzen Brustbereich ansammelt. Diese ganze Spannung, die wir hier haben, die wir nicht losbekommen, weil wir zu viel denken hier oben, weil sich zu viel ansammelt, Stress im Herzen, in der Atmung und dadurch können wir die Energie von oben nach unten bringen. Und das ist was ganz Wichtiges, um uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um wieder die Energie von links nach rechts, von oben nach unten zu bekommen. Das Sicherheitsenergieschloss Nummer 19, was eigentlich am Ellbogen wohnt und dieses hier oben ist sehr verwandt mit dem,
heißt Autorität und Führerschaft. Es geht hier darum, unsere ganze Brustebene wieder frei zu bekommen. Und manchmal, wenn wir hier so durchfassen, haben wir hier ja so Knötchen, Verspannungen, Ansammlungen, die auch unangenehm sind. Und das könnt ihr mal so euch selber durchfühlen. Und dann könnt ihr spüren, ah ja, hier ist eine Verspannung, dann halte ich das hier. Und dann kann das sich auflösen, was ja sehr hilfreich ist, wenn diese Energie wieder gut fließen kann. Und dann können wir beobachten, dass wir wieder mehr Raum haben im Brustkorb, dass wir besser atmen können. Es tut unsere Selbsteinschätzung wieder bringen. Es bringt unsere Verantwortung für unsere Handlung wieder ins Spiel. Unsere Gedanken und Gefühle können sich harmonisieren. Und dieses Wort Autorität und Führerschaft sagt, ich habe keine Angst vor nichts und niemanden. Und unsere seelische Einstellung, vor allen Dingen jetzt in dieser Pandemie, ist besonders wichtig, dass wir keine Angst vor nichts und niemanden haben und uns die Zeit nehmen, vielleicht ein paar Minuten am Tag regelmäßig zu strömen. Könnt ihr übrigens auch beim Fernsehschauen machen, auf der Couch ist natürlich effektiver, wenn wir es in Ruhe machen, mit sehr viel Achtsamkeit. Aber auch beim Fernsehschauen kann man sich wunderbar strömen oder beim Musik hören. Das geht alles. Wenn man in der S-Bahn sitzt, kann man Finger halten, beim Autofahren, wenn man drinnen sitzt im Auto. Und das Sicherheitsenergieschloss Nummer 1 auf der Innenseite vom Knie ist der Urbeweger und die hohe 1 hat natürlich wieder so eine ähnliche Wirkung wie auch die 1 und öffnet unsere ganze Mitte, unserem Solarplexus und hilft dem sympathischen Nervensystem, hilft uns aus dem Stress wieder herauszukommen und hilft wieder uns alles von oben nach, von was oben feststeckt, wieder nach unten zu bringen. Das ist wirklich auch was essentiell Wichtiges. Dinge, die oben feststecken, mit Sicherheitsenergieschlössern, die unterhalb der Hüfte liegen, nach unten zu bringen. Und der Sicherheitsenergieschloss Nummer 1 ist das eins der wichtigsten Energieschlösser, feststeckende Energie nach unten zu bringen. Das ist der Urbeweger, das ist das erste Energieschloss auf dem Betreuer, rechts und links an der Innenseite des Knie. Wir würden in der TCM sagen, das liegt irgendwo bei Leber 8. Ja, wenn sich jetzt ein TCMler fragt, wo das sein könnte, dieses Energieschloss. Und wir atmen aus und genießen dieses Herunterfließen, Hinunterfließen. Und atmen ein und genießen dieses Empfangen von Energie. Wir können immer nur eine Seite strömen und wenn wir Zeit haben, können wir natürlich auch die andere Seite noch strömen. Aber das würde jetzt heute Abend etwas unseren Rahmen dieses kleinen Vortrages oder dieser kleinen Strömrunde sprengen. Da würden wir ein bisschen länger brauchen dafür, wenn wir beide Seiten halten wollen. Ja. Ihr könnt das noch einen Moment halten und ich erzähle euch nochmal was über die Erste-Hilfe-Creme im Chinchin-Shutsu. Man sagt, die rechte Hand unten und die linke obendrauf, rechts rein oder rechts auf rot. Im Englischen right to red. Alles, was blutet, wehtut oder gestaut ist, da können wir die rechte Hand drauflegen und dann mit der linken Hand obendrauf. Das funktioniert wunderbar, wenn wir ein Problem irgendwo haben, wo es blutet zum Beispiel, um das unterstützt den Körper, dass einfach die Stelle nicht so wehtut, dass es vielleicht nicht ganz so heftig blutet. Das ist jetzt was für den Wolfgang, der sagt, wie soll denn das gehen? Das kann dann gar nicht funktionieren, gell Wolfgang? Aber es funktioniert wirklich, es ist ja schon vielfach ausprobiert worden. Dann gibt es noch dieses Left to Leave, dann legen wir die linke Hand nach unten, links laus, habe ich geschrieben, bei Stichen oder bei Problemen, die raus sollen, Splitter, da kann man das so machen, erst die linke Hand, dann die rechte oben drauf.
Das Wichtigste, was ich im Chinchin-Jutsu auch immer unterrichte, ist beide Hände auf das SES 1 über Kreuz halten, hilft, wenn sich jemand verschluckt hat. Das funktioniert auch wunderbar. Waden halten ist auch sowas, was bei Fieber, Hitze oder Sonnenstich gut hilft. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Verbrennung oder eine Wunde haben, können wir beide einfach so Hände nebeneinander schwebend über eine Wunde legen, also natürlich nicht drauf, wenn es offen ist oder zu sehr weh tut. Das hilft im Heilungsprozess. Das sind jetzt noch die erste Hilfegrimme. Ihr könnt noch so bleiben, wenn ihr wollt. Und dann sind wir am Ende meiner Folien angekommen. Hier seht ihr nochmal die Zusammenfassung der Selbsthilfekurse, Bücher, die habe ich da abgebildet, und nochmal die Bücher, die Waltraud Ricker-Grause geschrieben hat. Und nochmal die zwei Homepages des chinchinjutsu.de ist die Adresse vom Bonner Büro, und jsjinc.net ist die Adresse in Amerika von unserem Büro in Scottsdale vom Chinchinjutsu. Und meine Internetadresse ist jsj-seligenstadt.de. Jetzt mache ich mal die Präsentation weg, damit ich euch auch alle mal wieder sehen kann. Und diese Einfachheit, nehmt das bitte mit. Ihr müsst erstmal gar nicht so viel wissen, sondern ihr könnt einfach anfangen, so wie das alle bei mir auch in den Gruppen und in den Kursen machen. Anfangen, dabei bleiben und die Kunst des Chinchinjutsu, sich selbst kennenzulernen, nach und nach für euch entdecken. Und die Mary sagt immer in den Kursen, sei dein eigenes Zeugnis. Das meint sie damit, jeder von uns, die Chinchinjutsu regelmäßig anwenden, haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Die Kirsten, was ich was, die hat immer Kopfschmerzen gehabt. Die hat ein tolles Erlebnis mit den beiden Siebenen halten gehabt. Der Nächste hat mal dieses beide Hände über Kreuz auf die Knie legen beim Verschlucken als super empfunden, weil das gut geholfen hat. Jeder hat dort seine eigenen Erfahrung, und die Mary sagt dann dazu, sei dein eigenes Zeugnis. Habt ihr noch Fragen an mich? Vielen Dank, Karin. Es war bitte wirklich toll. Ja, freut mich. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. War ganz super. Toll. Danke, danke. Dann hoffentlich bis bald mal wieder live. Super. Ja, ich überlege gerade, ob ich doch aufgrund der Pandemie, obwohl ich nicht so dieser Online-Typ bin, Übungstreffen jetzt online anbieten werde. Ich werde dazu mal wieder eine Mail schreiben. Also wer Interesse hat, kann mir eine Mail schreiben, und dann nehme ich euch bei mir im Verteiler mit auf und dann schicke ich euch Informationen zu den Kursen. Im Moment habe ich noch keine neuen Termine online gestellt, weil es einfach nicht so viel Sinn macht. Es ist einfach nicht absehbar, wann wir uns wieder treffen können und wie. Und von dem her sehe ich gerade ab davon, eine Terminplanung online zu stellen. Genau. Gut, Karin. Vielen, vielen Dank. War schön. Bitte. Spannend. Oh, bist du zufrieden mit dir? Ja, es ist natürlich so, in der Kamera zu reden, etwas sehr ungewohnt für mich. Ich bin ja eher so ein Live-Mensch, und mit einer Präsentation zu arbeiten ist auch sehr ungewohnt, weil ich eigentlich immer auf einem Flipchart schreibe. Also war das für mich jetzt erstmal eine Herausforderung, das auch umzusetzen in die Präsentation. Aber ich denke, es hat doch Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich die Präsentation auch ausblenden, damit ich mehr Leute sehe in der Anwendung. Aber das war mir jetzt zu kompliziert und zu riskant, dass ich da nicht zurückgekommen bin. Ja gut, das wäre schon gegangen. Aber das hast du prima gemacht. Also das ist wirklich sehr souverän, muss ich schon sagen. Dankeschön. Super. Ich freue mich, und ich schicke dann heute Abend dir die Präsentation als PDF-Datei, dann kannst du sie ins Schulbüro schicken. Du kannst sie an service@abz.mitte schicken. Die Frau Born weiß dann schon mit einem kleinen Hinweis, dass sie weiter geschickt werden darf. Mhm. Hat ja auch immer so ein bisschen datenschutzrechtliche Gründe an die Teilnehmer, die sich melden. Okay, alles klar. Gut, super. Herzlichen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Dir tschüss. Auch, ja? Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.